Also ich dachte, ich erzähle ein bisschen mal was über OpenStreetMap, also OSM und das sogenannte Humanitarian OpenStreetMap Team, HOT, HOT-OSM abgekürzt. Da bin ich drauf gestoßen, als es angefangen hat, als in Haiti da Erdbeben war und ja, alles zerstört war. Die Leute hatten keine ordentlichen Karten auch. Das heißt, es war unheimlich schwer herauszufinden, wie kommt man überhaupt an die Stellen, wo die Leute Hilfe brauchen. Und zu der Zeit habe ich mich auch daran gesetzt, man von Satellitenbildern einfach Straßen abzuzeichnen und da die OpenStreetMap-Karten zu verbessern. Was dann dazu geführt hat, dass vor Ort die Leute regelmäßig neue Kartendumps bekommen haben, davon Karten ausgedruckt haben oder auf dem Handy bei den Hilfsorganisationen auch irgendwie Karten drauf hatten. Und das hat denen, zumindest in den Berichten, die man so lesen kann, relativ gut geholfen. Und in der Zeit seitdem hat sich dieses Team weiter professionalisiert, weil also zu dem Haiti-Erdbeben war es halt total chaotisch. Die Leute haben einfach sich einen Bereich auf der Karte ausgesucht, angefangen irgendwas zu mappen und dann passiert es halt sehr, sehr schnell, dass andere Leute gerade zur selben Zeit denselben Bereich bearbeiten, man kriegt Konflikte und so weiter. Das ist alles sehr chaotisch gewesen. Und die haben halt irgendwann angefangen, ein Webtool dafür zu bauen. Das nennt sich hier OSM Tasking Manager. Und da können Leute, die halt Admin-Accounts haben, Tasks definieren mit einer Beschreibung in einem bestimmten Bereich. Ich mache mal ein Beispiel auf, wo ich jetzt während oder nach dem Nepal-Erdbeben einer der größeren Tasks war, erstmal überhaupt grundlegende Karten der Gegend zu erstellen. Hier ist die Kursbeschreibung. Wir wollen Gebäude, kleinere Ortschaften, Gebäudegruppen, Waterways und Roads mappen. Also überhaupt erstmal die Grundlage, um dann ja, sich zurechtzufinden und rauszufinden, wo überhaupt Leute wohnen. Nepal ist überraschend groß für Leute, die noch nicht da gewesen sind. Das fällt einem auf, wenn man dann anfängt, sowas zu mappen. Haiti ist relativ klein gewesen. Da hat man sich halt einen kleinen Bereich ausgesucht, mappt den und dann sieht man den auf der Karte und merkt, dass man irgendwie was gemacht hat. Nepal ist ungefähr so groß wie Deutschland. Und die haben halt kartenmäßig relativ wenig gehabt. Ich würde erstmal jetzt zeigen, wie so ein Task hier vorbereitet ist für die Mapper. Es gibt halt immer eine Priorität, wonach das sortiert ist auf der Hauptseite und die Ressourcen, die man dafür nehmen soll. OpenStreetMap darf Bing-Karten benutzen zum Mappen. Die sind hier auch relativ gut. Natürlich nicht so gut wie irgendwie in Europa oder so, wo Bing dann halt Luftbilder aus Flugzeugen hat, sondern hier sind es Satellitenbilder. Und da kann man schon eine ganze Menge machen. Hier gibt es noch eine Kurzerklärung, was man machen soll, wie zum Beispiel Straßen gemappt werden in Nepal. Was ist eine Highway Road, was ist eine Highway Primary? Das hängt halt immer ein bisschen vom Land ab, wie die kategorisiert sind. Und es gibt halt auch irgendwie speziell Nepal-Tags, zum Beispiel für Hängebrücken über Schluchten und solche Sachen, die man dann halt verwenden soll. So, und dann, wenn man dran arbeiten will, sucht man sich hier auf dieser Karte eins dieser Kästchen aus, am besten eins, was noch nicht grün ist. Also hier ist alles validated schon, also ein Task, der schon relativ weit ist. Aber auch hier gibt es immer noch Bereiche, wo keiner was dran gemacht hat. So, dann gehen wir mal rein. Das ist jetzt so ein Plan-Quadrat, wo noch nichts drauf passiert ist. Vielleicht den anderen Task haben Leute schon gemacht, aber hier wurde noch nichts getrackt. Da könnte ich jetzt sagen, ich will anfangen, das zu mappen. Dann wird das gelockt für eine Stunde oder zwei. Und dann sehen die anderen Leute, dass da schon jemand dran arbeitet. Und kommen hier nicht in die Quere. Wenn ich fertig bin, kann ich einen Kommentar dazu schreiben oder sagen, ja, ich habe jetzt 3 Stunden lang gemappt, ist immer noch nicht fertig, vielleicht macht jemand anders weiter. Gibt es hier noch eine Übersicht, wo man sehen kann, was die Leute in der letzten Zeit gemacht haben. So in den ersten Tagen nach dem Erdbeben war da ziemlich viel los, dann hätte man hier irgendwie sowas drin stehen hat wie 10 Minuten ago. Und jetzt sind es halt schon ein paar Tage.
und man kriegt eine Übersicht darüber, wie sich das über die Zeit entwickelt hat. Jedes dieser Kästchen, wenn man es gemerkt hat, kann man es erstmal als fertig markieren. Das ist dieses Marked as Done. Das ist derjenige, der das gemerkt hat, sagte, ja, jetzt ist das vollständig anhand der Kriterien, die für den Task festgelegt sind. Und dann muss nochmal jemand anderes draufschauen und es als validated markieren. Das kann er nicht selber machen. Das machen dann üblicherweise Leute, die etwas erfahrener sind mit dem OSM. Bevor ich jetzt irgendwie einsteige und euch zeige, wie man das mappt, noch ein bisschen dazu, was es vorher schon gab. Also in Kathmandu gab es im Prinzip auch so eine Art Hackerspace, oder gibt es immer noch, nennt sich Kathmandu Lit Living Labs. Und die haben auch schon im Vorfeld, weil sie halt wussten, dass Nepal erdbebengefährdet ist, angefangen, ja, große Straßen und in Kathmandu auch, ja, Wohngebiete schon zu mappen, einfach so, wie sie da vor Ort waren. Ich würde einfach mal das Video hier zeigen. On 25th April, Nepal, home to the Himalayas and some of the friendliest people in the world, suffered from a devastating earthquake. The 7.9 magnitude earthquake, the worst one the country had seen in past 82 years, ended up killing over 8,000 people and injuring more than 17,000. In the aftermath of the earthquake, this vibrant civil society of Nepal jumped into frenzied attempt to start providing relief. So did the government and the international community. One of the key gaps was information and coordination. Me along with some 8 youths gathered from among ourselves and went to Saku with some supplies that included mats and medicines. But what we saw there was completely different. The place had adequate amount of medical supplies and where to bring back all the medical supplies we took there. So at that moment we realized that the correct information of the needs of the people should be assessed first, then taking the relief items there. This is where quick mapping comes in. Quickmap.org provides a platform where people from the field can tell us about need, whether it's about food, medicine, shelter, or even evacuation. We then route these reports to organizations that are actually providing relief. To actually help them coordinate and plan their activities, we also provide printable and digital maps. These maps are actually from the OpenStreetMap platform, where almost 5,000 volunteers from inside and outside of Nepal have been contributing. And what we do here at KLL is guide them to show them what areas are in most need of mapping. I've been using the Ushahidi web platform to map human rights in Nepal for 3 years and have been closely engaging with the KLL team since the quake. I've been amazed by how the quakemap.org and KLL team has been able to find and connect responding organizations to the people on the ground making reports. Kathmandu Living Labs is a non-profit organization. It works on open mapping and civic technology. We are creating open map data using OpenStreetMap platform since last few years. Our work has become crucial after this earthquake. This map has served almost like a default map in this crisis. We are working closely with humanitarian OpenStreetMap team. We foresee OpenStreetMap playing an instrumental role when we enter into finding a reconstruction process. KLL is a small team that was not designed to cope with a disaster of this scale. Now, we certainly need to expand our capacity. Our office building has been seriously damaged. We have to relocate our office space immediately. We need to add staff, and we also need more equipments. We believe in the power of the crowd. That is why we are asking for help. Map provides a mirror of the reality. All the funding will be used to better map and bridge the information gap in Nepal's relief and rebuilding. Ja, also die machen das halt schon länger und waren dann so ein Organisationszentrum, um halt so diese Tasks für den Tasking Manager zu definieren, herauszufinden, welche Gebiete gerade kritisch sind. Sieht man halt auch, ja, das sind diejenigen, die diese Tasks angelegt haben. Ja, so, wenn man jetzt also eins dieser Dinger mappen will, klickt man auf Start Mapping. Und dann kann man gleich von hier aus seinen OpenStreetMap-Editor der Wahl starten. Ich würde dafür empfehlen, JOSM zu benutzen. Dazu müssen wir es aber erstmal starten. Das ist ein Java-Tool, das kann man sich von der OpenStreetMap-Webseite runterladen, ist alles Open Source. Die Bedienung ist nicht ganz intuitiv, aber wenn man
sich eine Weile irgendwie Tutorial-Videos angeschaut hat, machte sehr viel Sinn. Es hat sehr viele Tastatur-Shortcuts, sodass man damit schnell arbeiten kann. Und gerade wenn man solche Gebiete mappen will, wo einfach haufenweise kleine Häuschen sind, macht das sehr viel angenehmer. So, jetzt fragt er mich, will ich das wirklich? Ob ich das richtig gemacht habe. Dann sind das erstmal die OpenStreetMap-Daten, die schon in der Datenbank drin waren. Habe ich mir jetzt diesen Bereich runtergeladen. Und dann gibt es ein Menü, wo man halt die verschiedenen Satellitenbilder sich aktivieren kann. So, jetzt haben wir diese Kachel, die wir ausgewählt haben, wo ich jetzt auch drin stehe, Log by You. 18 Minuten habe ich noch in diesem Log. Dann kann ich halt jetzt gucken, gibt es irgendwelche Sachen, die noch gefixt werden müssen. Ja, hier zum Beispiel sind Häuser, die nicht eingezeichnet sind. Da sind Häuser. Also tatsächlich, hier ist noch was zu tun. Straßen stehen schon einige drin. Dann würde ich mich halt hier ransetzen. Gibt es ein Building-Tool. Das macht es einfacher, rechteckige Gebäude zu mappen. Wenn man einfach nur drei Punkte klicken muss und das wählt es auch gleich als Gebäude aus. Ja, und da kann man sich halt Stunden damit verbringen, Gebäude zu mappen. Funktioniert wesentlich besser, wenn man eine Maus statt einen Trackpoint hat. Weil sonst tun schon einem nach irgendwie einigen, weiß nicht, Viertelstunde, halbe Stunde tut einem der Finger weh. Was man auch noch machen kann, hier, ja, da haben Leute irgendwie nicht ganz präzise gemappt. Das heißt, das kann man auch nochmal irgendwie ein bisschen fixen. Ja, kommt gleich noch. So, das ist jetzt immer noch nicht rechtwinklig. Die meisten Gebäude sind eigentlich rechtwinklig. Also wie ich das Ding ausdrücke, X. Nee, Q. Q. Das hat X gesagt. Ja, X für Areas. Das macht einfach die Ecken dieses Polygons rechtwinklig. Können wir auch noch machen. Das kann man auch noch drehen. Umschaltstrahlung. Ausrichten. Das da sieht auch nochmal wieder wie ein Gebäude aus. Ganz ausgewählt. Also bei dem Building Tool, wenn ein anderes Gebäude ausgewählt ist, dann richtet er das neue Gebäude an dem aus. Und da war wahrscheinlich irgendwo ein ganz anderes ausgewählt. Hier sind es gleich mehrere. Wenn man das ein bisschen gemacht hat, dann fängt man auch an, auf diesen Satellitenbildern die Gebäude schneller zu erkennen. Aber ja, also das ist ein bisschen Übungssache. Es gibt gerade jetzt in der Nepal-Phase gab es Leute, die ausführliche Tutorial-Videos halt auch mit Satellitenbildern aus Nepal gemacht haben, wie man JOSIN dafür benutzt, genau solche Gebäude, Straßen, Wasserwege, alles einzutragen. So, wenn man jetzt damit erstmal zufrieden ist, dann gibt es hier einen Button für Upload. Da ist alles schon, was wirklich kritisch ist, von der Automatik mit der Remote Control von der Webseite aus eingetragen. Also ist hier drin steht, für welchen Task ich das gemacht habe, welche Datenquelle das war, dann sage ich Upload. Und wenn ich jetzt noch wüsste, an welche Stelle ich das hier gemacht habe, dann tauchen hier irgendwie neue Gebäude auf. Sieht das jetzt aus, jetzt ist das bearbeitet, aber es ist halt nicht vollständig. Dieses Level der Vollständigkeit, damit das in dieser übergeordneten Karte dann als nicht als, ja, als Ruine oder so. Also es gibt, man kann nicht nicht sagen, als irgendwie Prozentzahl oder so, die wird nicht angezeigt. Aber ich sage jetzt, edit some buildings. Any more still to do.
Dann sage ich unlock, nicht mark as done. Achso, okay. Und in dem Moment steht halt hier für diese Kachel mein Kommentar mit drin. Also wer fertig ist, das mark as done ist. Genau, also wenn ich meinen würde, dass ich habe mir die Kachel komplett angeschaut, das sieht vollständig aus, dann sage ich halt, ja gut, ich habe so und so viele Buildings mehr angeschaut, sieht alles gut aus, dann mark as done, dann kann jemand anderes kommen und es verifizieren. Wer kann das alles verifizieren? Ich könnte jetzt hier hingehen. Das ist halt eine, die als done markiert wurde. Und sage Review. Dann ist es genauso gelockt wie beim Editieren, aber meine Aufgabe ist dann halt, sich das anzuschauen, zu gucken, ob es wirklich vollständig ist. Wenn es Kleinigkeiten sind, dann fixe ich die einfach. Und dann sage ich, ja, es ist wirklich validated. Also das kann jeder machen? Das kann im Prinzip jeder machen. Okay. Du kannst dann auch wieder hierher, das kann auch jeder machen, kannst es nochmal reviewen und sagen, nee, das war nicht fertig. Es gibt hier nämlich dieses Invalidated. Das ist zum Beispiel mit diesem Grauen hier passiert. Da hat irgendjemand gesagt, Invalidated. Wrong button, okay. Ne. Es ist halt ein ja, wiki-mäßiges Koordinierungstool. Nicht alles, was da drin steht, ist halt hundertprozentig richtig, aber es hilft halt zum Koordinieren. Ja, dann schreibt auch jemand dazu, na, da ist wesentlich mehr passiert. Kann man sich halt auch, bevor man anfängt, irgendwie anschauen, ob man dann hofft, dass man da noch was verbessern kann. Viele von den Satellitenbildern sind einfach komplett mit Wolken. Kann man halt nichts machen. Dann gibt es eventuell andere Satellitenbilder von schlechterer Auflösung, wo man ein bisschen was mitmachen kann. Aber muss man halt einfach gucken. Geht das so aus mit Verzerrungen? Sind die alle in Sub, dass man die da einpacken kann? Oder wenn ich jetzt eine andere Quelle nehme, ist alles wieder anders und fange an, das durch die Gegend zu schieben? Ja, also die Bing-Maps, weil Satellitenbilder sind, sind die relativ gut entzerrt. Problematisch ist es in Bereichen, wo, was halt in Nepal relativ häufig vorkommt, die Hänge ziemlich steil sind. Dann, wenn da Gebäude an den Hängen sind, die können schon mal irgendwie um 10, 20, 30 Meter abweichen. Aber gut, dann macht man halt das, was man mit den Kartendaten machen kann, merkt die halt so, wie sie verzerrt sind. Zumindest weiß man, dass da in der Gegend irgendwie ein Haus ist. Und dass dann da vielleicht eine Straße hinführt und mit welchen anderen Straßen die verbunden ist. Das ist dann einfach best effort. Für die Luftbilder, die sind oft stärker verzerrt, weil die halt aus geringerer Höhe aufgenommen sind. Dafür, wenn man dann schon mal Satellitenbilder gemappt hat, kann man die Luftbilder anhand der Satellitendaten entzerren. Da gibt es Leute, die bereiten das vor. Sieht man jetzt, also da das hier jetzt das grobe Mapping ist, ist das alles Satelliten basiert, aber ja, hier ist zum Beispiel die Aufgabe, man soll beschädigte Häuser und Zeltstädte tracen. Und dafür haben sie halt üblicherweise spezielle Satellitendaten. Genau, es gibt halt jetzt in dieser Relief Effort Firmen oder Organisationen, die selber Luftbilder anfertigen. Da gibt es halt immer unter speziellen Lizenzen die verfügbar. Muss man jetzt der Lizenz zustimmen, wo dann drin steht, wofür man das verwenden darf, üblicherweise halt ja, zum Tracen für OpenStreetMap im Zusammenhang mit Nepal. Und dann gibt es diese URLs, die man verwenden kann. Die trage ich dann in meinem JOSM ein und kriege dann entsprechend Karten davon. Und da hat jemand anderes halt schon diese grobe Entzerrung gemacht. Da kann man schon ganz gut arbeiten. Und dann ist halt da die Aufgabe in Städten irgendwie, weiß nicht, ob wir was sehen. Ah, hier eher nicht. Ja, es gibt dann halt Bereiche, wo man, wie wir es eben im Video gesehen haben, üblicherweise sind sie blau, diese Zeltstädte aus vielen Reihen von blauen Zelten. Und dann kann man die halt entsprechend markieren. Aber das meiste davon wird, denke ich, schon erledigt sein. Na gut, da ist auch noch was zu tun. Also, ein Punkt von diesem Koordinierungstool,
was man hier sehen kann, die Kästchen sind unterschiedlich groß. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, das zu mappen und ich sehe, da ist noch irrsinnig viel zu tun, das schafft man nie innerhalb von einigen Stunden, dann kann ich sagen, diese Teil bitte splitten und dann werden halt vier kleinere da draus. Das ist halt bei denen jetzt schon zweimal passiert. Und dann ist halt das wieder ein neuer Teil, wo man halt einen kleineren Bereich hat, den man eventuell fertig bekommt. Ja, ich glaube, das war erstmal der grobe Überblick. Ulf und ich haben da vor ein paar Wochen einige Nächte dran verbracht, glaube ich. Ja, insbesondere diese ganzen von den Potlatch-Usern, also die einen, diesen webbasierten Editor benutzen, die machen so ein paar Fehler, unter anderem dreieckige Gebäude und so. Oder verbinden Gebäude direkt mit Straßen, ja. Was halt eigentlich auch nicht sein soll. Also ja, ist okay, dass sie sich beteiligen, aber sind wahrscheinlich Leute, die das zum ersten Mal nutzen. Aber ja, sowas findet man dann halt. Aber das korrigiert man dann kurz und regt sich vielleicht kurz drüber auf. Aber ja, hinterlässt dem Benutzer einen kurzen Kommentar. Also man kann in diesen Change-Sets, jedes Mal, wenn ich was hochlade, dann wird sozusagen ein Change-Set generiert. Und da kann ich beliebig kommentieren, kann ich Kommentare reinschreiben und ja. Meist nehmen die das Feedback auch einfach so auf und versuchen das halt besser zu machen. Genau, das ist halt auch ein Change-Set, den jemand für Nepal Earthquake gemacht hat. Die Quelle steht drin, das war zum Beispiel jetzt nicht Bing Maps, sondern irgendwas Spezielles. Die Version, mit der er das gemacht hat, der hat jetzt keinen zusätzlichen Kommentar geschrieben. Kann man sich halt angucken, was die Leute da so kaputt gemacht haben oder repariert haben. Genau. Ja, die meisten Tasks sind wirklich irgendwie Gebäude mappen oder Straßen oder halt beschädigte Gebäude zu mappen. Es gibt aber auch manchmal so was Spannendes wie, guck mal, wo in diesen Bereichen Helipads sind oder so. Oder Wiesen, die sich eignen würden, dass man da mit dem Helikopter landen könnte. Wie willst du das erkennen von oben? Das geht relativ gut, wenn man sich die Open Cycle Map als Hintergrund nimmt. Die hat nämlich Höhenlinien. Und je nachdem, wie weit die Höhenlinien zusammen sind oder auseinander, ne, kann man da so ein bisschen abschätzen. Ja, da hat Ruhl zum Beispiel was gemacht. Oh, das war ich. Echt? Ja. sieht man auch, was er gemacht hat. Er hat ein paar Ways gelöscht, hat ein paar neue angelegt oder editiert. Hättest du neue angelegt? Oder? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Building, yes. Also die Helipads, die erkennt man ziemlich gut an einem H. MIT School. Da hat Rolf eine Schule eingezeichnet. Oh ja. Woran hast du das erkannt? Die war da vorher schon als Schule getaggt. Und ich glaube, hier an diesem Hang, wo das Berg-Icon ist, da ist, glaube ich, so ein Helipad irgendwo. Da. Ja. Ich sehe es nicht. Das Haar. Die Bushaltestelle da. Die Bushaltestelle, genau.